Frau Chefin, Signora Scapino, Herr Vorsitzende, Signor Presidente, meine Herren Richter, Signori Giudici, also wenn allora, jemand so offenkundig gegen seine innerste Überzeugung auf Freispruch plädiert, wie der Herr Staatsanwalt eben, dann ist es doch wohl offensichtlich, dass es allora, anders penso nicht che chiaro, geht. Che non poteva fare diversamente. Nur den Rechtsfrieden. Was meiner Meinung nach Grundlage für die Urteilsfindung sein sollte, nämlich, dass wir uns nicht von Hass und Vorurteilen bestimmen lassen. Sondern von Offenheit und dem Mut, die Irrationalität menschlicher Beziehungen nicht einfach wegzuleugnen, sondern als Tatsachen anzuerkennen. Im Gegenteil, ich glaube, wo so geredet wird, da wird vielleicht einerseits noch freigesprochen, aber andererseits trotzdem gelyncht. Demgegenüber muss, meine ich, zunächst einmal klargestellt werden, dass Nicola Zaro kein Mörder oder Straftäter ist. Kein Mörder oder Straftäter ist, sondern ein Mensch. Sondern ein Mensch, der den sozialen Unfall, um den es in dieser Hauptverhandlung ja ging, io cutia volissi partire con una barca e non tornare più e Vasari ti giace le mari. Nur durch Zufall überlebt hat, statt ihm zum Opfer zu fallen, was ja auch durchaus möglich wäre. Ich habe sie umgebracht und ich wollte sie umbringen. Vedi.